Herzlich willkommen zurück auf Bühne 2 hier an der Foskis 2021. Als nächstes haben wir wieder eine Demo auf dem Programm und zwar zu einem Analyse-Tool für Simple Indoor Tagging basierend auf OSM InEdit. Die beiden Vortragenden, Jan Schmalfuß-Schwarz und Julian Striegel, sind schon hier im Chat auf der Bühne 2. Das heißt, ihr könnt euch schon während dem Vortrag mit ihnen unterhalten. Das geht, weil der Vortrag aufgezeichnet ist. Wenn ihr aber Fragen habt, die dann in der Fragesession nach dem Vortrag beantwortet werden sollen, dann stellt die bitte nicht in den Chat, sondern in das Fragetool, das ihr im gleichen Bereich findet. Und dort könnt ihr auch für Fragen, die dort schon sind, voten, wenn ihr wollt, dass die unbedingt gestellt werden. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Demo über Indoor-Tagging. Herzlich willkommen zur Demonstration des Analyse-Tools für Simple Indoor-Tagging von meinem Kollegen Jan Schmalfuß-Schwarz und mir, Julian Striegel. Bevor ich auf unser Tool eingehe und bevor wir das Tool demonstrieren, ein paar Worte dazu, wer wir sind und was wir machen. Wir arbeiten beide in dem Projekt Accessible Maps. Das ist ein Projekt bestehend aus einem internationalen und interdisziplinären Team von der Technischen Universität Dresden und dem Karlsruher Institut für Technologie. Und im Projekt arbeiten wir daran, innovative und neue Lösungen zur Verbesserung der Mobilität innerhalb von Gebäuden bereitzustellen. Explizit für Menschen mit Seheinschränkungen und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Das Projekt ist durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert und wir befinden uns gerade ungefähr in der Mitte des Projekts. Das heißt, wir haben im September 2019 angefangen und wir werden im August 2022 das Projekt abschließen. Und wenn Sie mehr über das Projekt erfahren wollen, können Sie gerne auf unserer Webseite vorbeischauen, www.accessiblemaps.de. Was ist so die grundlegende Motivation für das Tool, was wir heute vorstellen, was nur eins der Tools ist, die wir im Rahmen des Projekts entwickeln? Und was ist die Motivation ja für das Projekt an sich? Wie gesagt, es geht darum, die Mobilität für Menschen mit Seheinschränkungen, Mobilitätseinschränkungen zu verbessern innerhalb von Gebäuden, unabhängiges Reisen zu ermöglichen. Und wenn Sie sich mal vorstellen, also wenn Sie zum Beispiel im Rollstuhl sitzen und Sie müssen zu einem Termin in einem Bürogebäude, dann ist es für Sie natürlich wichtig zu erfahren, kann ich den Raum, in dem der Termin stattfindet, auch erreichen, wenn ich jetzt ins Gebäude reinkomme und der Raum ist in Etage 3 und es gibt keinen Fahrstuhl, dann ist es für mich als Mensch im Rollstuhl natürlich ein Problem und stellt eine Barriere dar. Genauso, wenn Sie sich vorstellen, als blinde Person oder Person mit starker Seheinschränkung, kann es eine Herausforderung sein, wenn Sie in ein unbekanntes Gebäude kommen, sich dort zu orientieren. Und dort gibt es natürlich auch Personen, die kein Problem haben, andere um Hilfe zu fragen, die vor Ort sind. Aber erstens kann es natürlich sein, dass gerade eben keiner in der Nähe ist und helfen kann. Und außerdem gibt es auch Personen, die eine Seheinschränkung haben, aber die gerne eigenständig sich in einem Gebäude orientieren möchten, auch wenn ihnen das Gebäude noch nicht gut bekannt ist. Und hier ist es wichtig, Informationen über die Barrierefreiheit auf barrierefreie Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Und das ist so die grundlegende Motivation für unser Projekt und auch für das Tool, das wir heute vorstellen wollen. Zu Beginn des Projekts haben wir uns erstmal angeschaut, wie ist denn der Stand von Indoor-Karten explizit in OpenStreetMap, weil das die grundlegende Technologie ist, die wir verwenden wollen. Und wir haben erstmal festgestellt, ganz allgemein gibt es noch keinen festgelegten Standard, um Barrierefreiheitsinformationen auszudrücken. Unabhängig von OpenStreetMap, ganz allgemein für digitale Karten. Und wenn man sich dann OpenStreetMap anschaut und den Stand von Indoor-Karten anschaut, dann muss man Simple Indoor-Tagging betrachten, weil das das aktuell festgelegte Schema ist, was für Indoor-Mapping verwendet werden sollte. Und wir sehen hier jetzt mal exemplarisch abgebildet für die Stadt Wien. Auf der linken Seite oben sehen wir eine Karte. Dort sind alle Objekte gehighlightet, die Simple Indoor-Tagging-Tags verwenden. Das heißt, die haben zum Beispiel einen Min-Level oder einen Max-Level-Tag oder auch einen Level-Tag. Und auf der unteren Karte sehen wir im Vergleich dazu alle Gebäude, die komplett mit Simple Indoor-Tagging gemappt sind. Und da sehen wir, das sind für die Stadt Wien ganze 3 Stück. Und allgemein kann man sagen, es gibt kaum Gebäude,
die eine komplett gemappte Indoor-Umgebung haben oder die irgendeine gemappte Indoor-Umgebung haben, unabhängig jetzt mal vom Tagging-Schema. Es gibt natürlich auch noch Indoor-OSM als Tagging-Schema, was in der Vergangenheit verwendet wurde und von vielen auch immer noch verwendet wird. Nichtsdestotrotz gibt es, wenn man es mal anschaut im Vergleich zu der Anzahl an Gebäuden, die es gibt, einfach sehr wenige Gebäude, die einen gemappten Innenraum haben. Und nur ein sehr kleiner Prozentsatz allgemein hat, also der Objekte in OSM hat SIT-zugehörige Tags. Und für die vier europäischen Städte, die wir uns genauer angeschaut haben, gab es im Durchschnitt nur ein einziges Gebäude, was einen komplett gemappten Innenraum hatte. Für uns ist natürlich nicht nur spannend oder entscheidend, dass der Innenraum gemappt ist, sondern auch, dass dort Barrierefreiheitsfeatures verortet sind. Und wenn wir uns hier das mal genauer anschauen, sehen wir jetzt für vier europäische Städte, Berlin, Rom, Wien, Paris. Es gibt zwar jeweils schon ein paar Gebäude, die haben die Minimalanforderungen von Simple Indoor Tagging, das heißt, die haben Min-Level und Max-Level auf der Building, also auf der Gebäudeaußengrenze und Level-Tags für Objekte im Gebäude. Es gibt nur sehr wenige Gebäude, die dann wirklich komplett gemappt sind. Darauf bin ich ja gerade schon eingegangen. Und wenn wir da nochmal anschauen, wie viele davon haben denn Barrierefreiheitsinformationen? Das heißt zum Beispiel für Menschen im Rollstuhl, gibt es Aufzüge, gibt es Rampen, ist das Gebäude als mit dem Wheelchair-Tag gekennzeichnet oder für Menschen, die Seheinschränkungen haben, gibt es Braillezeichen an den Türen, gibt es Audioansagen im Fahrstuhl zum Beispiel oder gibt es ein Blindenleitsystem? All das sind Informationen, die kann man mit OSM schon ausdrücken. Die Tags dafür sind da, aber wenn wir uns das mal anschauen, dann wird das halt bisher einfach noch sehr wenig gemacht und sehr wenig verwendet. Und das ist eben der Punkt, wo wir ansetzen wollen und wo wir dann durch einen Gamification-Ansatz die Mapper dabei unterstützen wollen und dazu motivieren wollen, mehr Indoor-Karten zu erstellen und auch die Indoor-Karten, die es schon gibt, zu verbessern. Und bevor wir jetzt das Tool zeigen, das wir entwickelt haben, gehe ich nochmal kurz auf die grundlegenden Gedankengänge ein, die grundlegenden Kriterien, die wir uns innerhalb des Tools automatisiert anschauen und dann den Mappern grafisch ausgeben. Zunächst überprüfen wir, wie die SIT-Konformität aussieht, das heißt von den Objekten, die verwendet wurden, wie viele verwenden dort SIT-konforme Tags und haben diese die richtigen Werte. Das heißt, wir schauen uns nicht nur an, gibt es ein Min-Level und ein Max-Level auf der Außengrenze des Gebäudes, sondern wir schauen uns auch an, die Level-Objekte, die dann im Gebäude liegen, entspricht das Level dem. Also das Level sollte natürlich zwischen Min-Level und Max-Level liegen. Und so ähnlich verfahren wir eben auch bei den anderen SIT-konformen Tags. Des Weiteren schauen wir uns an, gibt es Überschneidungen von Objekten, die zum Beispiel in der gleichen Etage liegen? Gebäudeaußengrenzen überprüfen wir darauf, ob sie sich mit anderen Gebäudeaußengrenzen überschneiden. Und Durchgangobjekte überprüfen wir darauf, ob sie auf Wandobjekten liegen. Also Türen sollten zum Beispiel eben nicht frei im Raum stehen, sondern eben auf Wänden liegen. Für die Barrierefreiheitsfeatures verfolgen wir dann so einen Gamification-Ansatz mit Achievements, das heißt, wir haben Basic Achievements und Advanced Achievements. Da ist beispielsweise das Door Basic Achievement ist erreicht, wenn eine Tür den Wheelchair-Tag besitzt und der entweder Yes, No oder Limited als Value hat. Und das Door Advanced Achievement setzt voraus, dass man das Basic Achievement erreicht hat, plus dass noch die Türweite angegeben ist. Denn für eine Person im Rollstuhl ist das zum Beispiel schon entscheidend, wie weit eine Tür ist und ob diese für sie durchfahrbar ist im Rollstuhl oder eben nicht. Und neben diesen zwei Beispielen haben wir noch viele andere Achievements, auf die mein Kollege Jan dann gleich noch ein bisschen genauer eingehen wird. Des Weiteren schauen wir uns an, wie ist die Abdeckung des Gebäudes, also wie ist das Verhältnis der Fläche des Gebäudegrundrisses im Vergleich zur Gesamtfläche der enthaltenen Objekte. Und das machen wir sowohl gebäudespezifisch als Prozentsatz, als auch etagenspezifisch. Und zuletzt überprüfen wir die Navigierbarkeit. Dabei überführen wir das Gebäude und die Objekte im Gebäude in eine Graphenrepräsentation. Dann teilen wir das so auf in Gebiete. Das heißt, die einzelnen Gebiete bilden Knoten und Verbindungstüren bilden Kanten. Und dadurch können wir überprüfen automatisiert, ob einzelne Räume eine Verbindung zur Außenwelt haben und ob Etagen eine Verbindung zur Außenwelt haben. Und das grundsätzliche Kriterium hierfür ist natürlich auch, dass das Gebäude dann durch eine Eingangstür eine Verbindung zur Außenwelt hat. Und wie das Ganze im Konkreten aussieht, das wird mein Kollege Jan Schmafe-Schwarz jetzt vorstellen. Und an der Stelle würde ich dann auch an Jan übergeben.
Vielen Dank, Julian. Mein Name ist Jan Schmaffel-Schwarz und ich möchte Ihnen nun das Analysetool vorstellen. Das Analysetool basiert auf OSM InEdit, wobei es gravierende Unterschiede zu OSM InEdit gibt. Wir haben nämlich an der GUI einiges verändert und aktuell gibt es auch keinen Bearbeitungsmodus. Der ist im Code aktuell deaktiviert, kann aber jederzeit wieder aktiviert werden und dann müsste man halt auch die GUI dementsprechend erweitern. Grundlegend nutzen wir Daten von einem internen TU Dresden Server. Dort haben wir das einen OSM-Server aufgesetzt und nur die Daten vom Bundesland Sachsen aufgespielt. Und ich möchte jetzt anhand der Fakultät Informatik, also des Andreas Fitzmann-Baus, Ihnen einmal zeigen, wie das aktuelle Tool funktioniert. Warum der Andreas Fitzmann-Bau? Ganz einfach, weil wir diesen innerhalb des Projekts schon mit erfasst haben. Die Daten, die wir nutzen, sind etwas veraltet. Die Daten direkt bei OSM sind umfangreicher bezüglich des Andreas Fitzmann-Baus, weil einfach schon alle Etagen auch dort mit erfasst sind und wir auch angefangen haben, Barrierefreiheitsfeatures mit zu erfassen. Was man jetzt hier links sieht, ist genau dieses Suchfeld. Darüber habe ich gerade den Andreas Fitzmann-Bau gesucht. Und die Kartenansicht. Wenn ich nun den Andreas Fitzmann-Bau auswähle, wird es einen kurzen Moment dauern, da die Datenmenge natürlich im Hintergrund verarbeitet werden muss und wir auch die verschiedensten Dinge prüfen. Nun sieht man aber, dass sich noch was getan hat. In der mittleren Spalte sind zum Beispiel die Gebäudeinformationen nun aufgelistet zum Andreas Fitzmann-Bau. Das fängt einerseits mit der Abdeckung an. Wie bereits erwähnt, ist hier nur das Erdgeschoss gemappt. Daher ist auch die Abdeckung noch gering, mit nicht mal ganz 25%. Gleichzeitig sieht man aber, dass die Coverage, also die Abdeckung auf dem Erdgeschoss-Level bei 70% liegt. Sie ist damit fast vollständig. Das Problem hier am Erdgeschoss, was man hier schön sieht, ist, dass es an der vorderen rechten Ecke einen Fahrradparkplatz gibt. Der ist zwar im Gebäudegrundriss enthalten, weil auf höheren Etagen dort Räume sind. Auf der unteren Etage ist dort natürlich aber kein Raum und daher kann man auch auf diesem Level tatsächlich die 100% nie erreichen. Es gibt also auch immer noch Probleme, denen wir uns stellen müssen diesbezüglich. Als nächstes sieht man Achievements, die bereits erreicht wurden. Die kann man auch hovern, dann bekommt man auch eine Beschreibung und sieht zum Beispiel, dass das Gebäude bereits über einen Eingang, über einen Haupteingang verfügt. Und auch ein Achievement bezüglich der Barrierefreiheitsinformation ist schon erreicht, was die Fahrstühle betrifft. Darunter sieht man natürlich dann die verschiedenen Hinweise zu dem Objekt oder zu dem Gebäude, beispielsweise in welcher Stadt es sich befindet, die Adresse und ähnliches, was alles auch bei OSM mit abgelegt ist. Und ganz unten hat man nun die Möglichkeit, die verschiedenen Etagen sich anzuschauen. Angefangen natürlich bei dem dem Kellergeschoss, wobei das hier innerhalb der Daten aktuell nicht gemappt ist. Was halt sehr stark, wie gesagt, gemappt hat, ist das Erdgeschoss. Und wenn man sich nun hier das anschaut, dann bekommt man die verschiedenen Areas, die gemappt sind, der Korridor, der gemappt ist, aber auch die Türen beispielsweise und kann so sich jedes Objekt, was innerhalb von SIT im Andreas Fitzmann-Bau enthalten ist, anschauen. Genau. Ich würde das an der Stelle erstmal wieder schließen, diese Übersicht, und zur rechten Seite übergehen. Dort ist es so, dass wir die Achievements adressieren. Dafür kann man einerseits nach einem spezifischen Achievement suchen oder auch nach den verschiedenen Achievements filtern. Hier sieht man beispielsweise auch, dass es kein Elevator Achievement mehr gibt. Es gibt nur das Elevator Plus Achievement. Und wir würden jetzt uns mal ein Achievement raussuchen und dort genau reinschauen und auch versuchen, das zu bearbeiten. Ich blende dafür mal alle Achievements aus, die wir jetzt nicht brauchen, und wir konzentrieren uns mal rein auf die Toiletten im Erdgeschoss. Und da ist es so, dass wenn wir hier das Achievement aufklappen, sehen wir hier unten noch einen Fehler, der angezeigt wird. Und zwar sind die Toiletten noch nicht mit verschiedenen Accessibility Tags versehen, die aber günstig wären, wenn sie die hätten.
So ist die Toilette, die mit dem Node 191 markiert ist, hat zum Beispiel kein Tag, was beschreibt, ob taktile Beschriftungen vorhanden sind oder auch, ob es mit dem Rollstuhl zugänglich ist. Und diesbezüglich würde ich mich jetzt drum kümmern und dafür mal OSM InEdit öffnen hier im Browser und die entsprechenden Tags zu den verschiedenen Nodes hinzufügen. Das ist einmal die 191 und die 192, wo zwei Tags fehlen, sowie hier vorne an der Toilette. Wir befinden uns jetzt in OSM InEdit. Und OSM InEdit läuft in diesem Fall auch auf unserem TU-internen Server, damit wir dort natürlich die Daten bearbeiten können und unser Analyse-Tool testen können. Und ich würde jetzt an der Stelle an die Toiletten einmal den Wheelchair-Tag hinzufügen und auch einmal den Tag bezüglich der taktilen Beschriftung und würde damit jetzt versuchen, das Achievement, das noch fehlt, einmal abzuschließen. Da es sich hier vorne bei der Toilette um eine Toilette für Menschen mit Einschränkungen handelt, ist der Wheelchair-Tag bereits vorhanden. Hier fehlt nur noch der Tag für die taktile Beschriftung. Ähnlich sieht es hier hinten aus. So, die Daten speichere ich jetzt. Nun springen wir zurück in unseren SAT Map Checker, also unser Analyse-Tool, und suchen noch einmal nach dem Andreas Witzmann-Bau und schauen, ob wir das Achievement für die Accessibility der Toiletten erreicht haben. Dafür werden die Daten natürlich erst einmal wieder abgerufen und müssen nun auch überprüft werden. Und wie wir nun sehen, haben wir das Achievement Accessibility erweitert um die Toiletten und es taucht dementsprechend auch nicht mehr hier drüben auf und auch in den Filtern ist es verschwunden. Zu sagen ist hier noch bei den Filtern, dass man beispielsweise, wenn man das Door Plus Achievement auslösen möchte, dann muss man beispielsweise erst das Door Achievement erreichen. Gleiches gilt hier beispielsweise auch für die Treppen. Und ansonsten wären wir damit mit der Präsentation für die Demo am Ende und würden uns jetzt über eine Diskussion bezüglich des Tools sehr freuen. Vielen Dank für diese Demonstration. Wir haben ein paar Fragen bekommen. Sie können auch noch weitere Fragen in das Fragentool reinstellen. Wir haben jetzt etwas Zeit, die zu beantworten. Die erste werde ich gleich mal unseren Vortragenden stellen. Wie kann man denn Indoor überhaupt so genau mappen? Schritte zählen? Weil ein GPS hat ja erstens in Gebäuden keinen oder nur wenig Empfang und dann auch nicht die Genauigkeit, die man braucht, um in Gebäuden die Sachen so präzise zu platzieren. Das stimmt erstmal grundlegend. Das Problem haben wir auch tatsächlich. Es ist nicht so, dass wir aktuell durch die Gebäude laufen und es Punkt für Punkt mappen, sondern wir haben uns Ausgangsdaten gesucht. Bei uns sind das architektonische Pläne beispielsweise von der TU Dresden, die wir bekommen und die wir transformieren nach SIT. Eigentlich war der grundlegende Gedanke des Projekts, Fluchtpläne zu nutzen und diese zu konvertieren.
also die Räume wieder zu erkunden in den Fluchtplänen und diese dann als Polygone zu übertragen. Dort arbeiten wir gerade intern noch dran und versuchen da auch einen Ansatz zu schaffen. Es gibt aber beispielsweise auch mit BIM, ja, also Building Information Modeling, eine Möglichkeit, gute Daten schon da sind und auch eine Transformationsmöglichkeit dafür. Da hat die TU Chemnitz meines Erachtens im Dynamo-Projekt über die Google Summer School mal einen Ansatz entwickelt, der mittlerweile auch in dem Indoor-Helper integriert ist für JOSN. Von daher suchen wir natürlich auch Möglichkeiten, die Position im Gebäude genau zu bestimmen, aber grundlegend gewinnen wir unsere Daten für die Gebäude erstmal aus anderen Quellen. Vielen Dank. Dann eine Verständnisfrage von mir selber. Es kamen da ja diese Achievements vor und beurteilen die, wie vollständig die Sachen, die die Accessibility beeinflussen, schon gemappt sind oder beurteilen die, wie accessible das Gebäude ist? Genau, ersteres. Also die beurteilen, wie gut Barrierefreiheitsinformationen gemappt wurden und aber auch eben zum Beispiel die Navigierbarkeit. Also unabhängig jetzt mal von den ganzen Barrierefreiheitssachen, die wir machen, wollen wir ja auch dafür sorgen, dass die Qualität von Indoor-Karten allgemein steigt und überprüfen dort eben, wie im Vortrag auch schon gesagt wurde, zum einen auch, warum oder wie Räume erreicht werden können und genau dafür gibt es dann eben auch Achievements und wir überprüfen aber nicht die Barrierefreiheit des Gebäudes, sondern eben die Qualität der gemappten Informationen. Aha, alles klar. Dann fragt da jemand, er sei kurz abgelenkt gewesen oder sie, wann oder wo kann man die Werkzeuge denn online oder öffentlich sehen und nutzen? Also bisher haben wir keinen Server, wo wir das Werkzeug hosten. Es gibt aber einen GitHub-Repository quasi, es gibt's, auf das kann man zugreifen und das Projekt auch auschecken. Und genau, dann kann man es erstmal lokal testen, inwieweit das in Zukunft von uns veröffentlicht werden kann und die Ressourcen auch da sind, das permanent online zu stellen. Das müssen wir jetzt innerhalb des Projekts erstmal ausloten. Aber der Quellcode ist da, das heißt, man kann das selber bauen und selber betreiben. Genau. Wenn man da Zeit und Muße hat. Okay, jetzt muss ich gucken, welche Fragen schon gestellt wurden. Gibt es schon eine Pflicht der Kommunen für öffentliche Gebäude, dass sie mit Indoor-Informationen auf OSM gestellt werden müssen oder als Open Data verfügbar sein müssen? Soweit ich weiß, nicht. Also das ist ja auch eine große Motivation für unser Projekt, dass wir das erleichtern wollen, dass man das eben selbst auch durchführen kann, selbst mappen kann. Die Verpflichtung gibt es, soweit ich weiß, noch nicht. Ich weiß nicht, Jan, ob du da mehr drüber weißt. Nein, also auch meines Erachtens gibt es die Verpflichtung für Gebäude noch nicht. Es gibt natürlich Verpflichtungen für öffentliche Webseiten, dass diese barrierefrei sein müssen oder ähnliches. Aber direkt für Indoor-Informationen gibt es das aktuell noch nicht. Also was es zumindest in der Schweiz gibt, ich nehme an, in Deutschland ist es ähnlich, dass Verpflichtungen gibt, Gebäude accessible zu bauen, wenn sie neu erstellt werden. Ja, oder nachher auch umzubauen, öffentliche Gebäude, wenn sie nicht entsprechend zugänglich sind. Aber das muss natürlich nicht heißen, dass die Informationen auch unbedingt raus müssen darüber. Ja, wir haben, glaube ich, noch etwas Zeit. Dann stelle ich noch mehr Fragen. Inwieweit bestünde das Problem, dass nach dem Projekt niemand mehr das Micromapping pflegt? Also genau, das ist ja immer so ein Problem von Forschungsprojekten, ne? Die enden irgendwann und dann ist halt die Frage, wird das Ganze weiterverwendet und oder liegt es einfach brach? Wir hatten auch schon zu Beginn des Projekts viel mit der OSM-Community oder mit einzelnen Vertretern auch geredet und haben auch für uns festgestellt, wir wollen eben Lösungen entwickeln, die wir dann Open Source stellen können. Wir wollen zum Beispiel unsere Daten auch bei OSM richtig einpflegen und nicht einen eigenen Server halten, wo wir die Daten einpflegen. Und unsere Hoffnung ist so ein bisschen,
bisschen ist auch ein Grund, warum wir heute hier sind, unter anderem, dass wir die Tools, die wir jetzt entwickeln, wir haben jetzt gerade eben eins davon vorgestellt, dass wir die einfach zur Verfügung stellen und dass die dann weiter genutzt werden. So ist unsere Hoffnung, dass dann trotzdem auch weiter die Qualität und die Quantität von Indoor-Karten einfach steigt in OSM. Dann ist hier noch eine Frage, wenn jetzt alle öffentlichen Gebäude entsprechend gemappt wären, ob denn die OSM-Server mit dem Datenvolumen da zurande kämen? Das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Da stecke ich zu wenig in der Materie von OSM-Servern tatsächlich drin. Ich denke aber, dass das Datenvolumen ja der OSM-Server täglich zunimmt. Von daher ist es eine Skalierungssache. Die Frage kann ich aber tatsächlich nur zurückgeben und diejenigen selbst befragen, die sich um die Pflege der OSM-Server kümmern. Ich bin da nicht involviert, aber ich kann vielleicht trotzdem da eine ungefähre Antwort mitschicken. Dadurch, dass ja bloß ein kleiner Teil der Gebäude öffentliche Gebäude sind, glaube ich nicht, dass das so groß ins Gewicht fällt gegenüber anderen Micromapping-Bereichen, wo man ja auch Outdoor jedes Detail eintragen kann. Also ich glaube nicht, dass das jetzt spezifisch ein Problem ist. Die Datenmenge insgesamt vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass das Indoor-Mapping von öffentlichen Gebäuden Datenbraten besonders fett macht. Eine Frage hat da jetzt gerade noch Stimmen bekommen zur Nutzung der Daten, weil wieder in Gebäuden gibt es ja kein GPS. Wie soll man dann mit Hilfe von OSM-Daten in den Gebäuden navigieren? Ja, da arbeiten wir auch an verschiedenen Lösungen. Es gibt natürlich für Indoor-Lokalisation verschiedenste Möglichkeiten, wie man vorgehen kann, zum Beispiel mittels Bluetooth-Beacons, mittels Wi-Fi und Received Signal Strength. Es gibt auch Verfahren, die nutzen Geomagnetismus, die nutzen kleine Anomalien im Magnetfeld, die sich Indoor unterscheiden. Man kann auch mit QR-Codes das Ganze erstmal rudimentär machen, sage ich jetzt mal. Das ist auch die Variante, die an unserem Unicampus auch teilweise schon eingesetzt wird, dass man QR-Codes an den Türen hat und die scannen kann und sich so erstmal lokalisiert. Das sind so verschiedene Ansätze, wie man das dann, wie man die Lokalisierung regeln kann. Und ansonsten ja, muss man gucken, ob man Internetzugang hat oder ob man das Ganze auf dem Endgerät selbst vorhält, die Daten, die man anzeigen möchte. Ich würde noch gern was dazu anfügen. Das Projektziel ist aber nicht die Navigierbarkeit, also dass wir dann die Leute in den Gebäuden tatsächlich von Ort A zu Ort B routen, sondern grundlegend geht es uns vor allen Dingen auch um die Orientierung. Also zur Verfügungstellung von Karten beispielsweise für Menschen mit Blindheit, die natürlich einen ganz besonderen Anspruch an Karten haben, weil sie diese taktil brauchen, zum Beispiel taktil drucken müssen oder über taktile Displays sich abfühlen und ertasten müssen. Und auch dafür ist natürlich die Feststellung, ob Räume beispielsweise erreichbar sind, eine essentielle Sache, weil wir natürlich den Leuten auch vorher sagen müssen, sind die Informationen da und wir müssen die Wege feststellen und halt sagen können, ob der Mensch, der im Rollstuhl sitzt, beispielsweise diesen Raum tatsächlich erreichen kann. Vielen Dank. Es sind noch ein paar vereinzelte weitere Fragen da, aber ich würde sagen, wir schließen hier, damit die Leute auch in die Pause kommen. Wobei jetzt kommt ja eine große Pause bis um 4 Uhr, bis um 16 Uhr. Ich nehme an, ihr seid noch weiter hier auf der Konferenz erreichbar. Das heißt, wenn man da noch was wissen will, kann man euch wahrscheinlich im Chat oder vielleicht in der Netzwerkwelt anstupfen und euch mit Fragen löchern. Ja, sehr gerne und vielen Dank. Danke euch.